Damit willkommen zurück bei der letzten Folge, voraussichtlich von The Last Campfire. Uns fehlt noch ein Forlorn. Und ich sag's direkt vorab, ich musste googeln, wo der ist. Jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich es finden können. Es war jetzt auch nicht die Ultra-Herausforderung, sagen wir so. Ja. Jetzt müssen wir wieder hier links in den Bereich. Hätte man vielleicht drauf kommen können, weil rechts in dem Bereich auch zwei Forlorn waren. Jetzt müssen wir nochmal hier hin. Hier hatten wir rechts diesen einen Forlorn. Und hier rüber sind wir mit der Treppe nach da oben gekommen. So, hier sind wir hoch. Da war ja generell erstmal dieser Schalter, mit dem wir hier diesen ganzen Lichtbereich aktivieren können, um die Schlange wegzulocken und dann den Forlorn zu holen. So, jetzt ist hier noch eine Treppe. Warum ich das übersehen habe, ich weiß es nicht. Jetzt im Nachhinein betrachtet, es ist halt echt nicht schwer zu finden. Aber egal. Hier haben wir den letzten fehlenden Forlorn. The stranger was so lost. Das Ding ja jetzt umdrehen, ne? Schalten wir dich mal hier drauf. Funktioniert das so überhaupt? Naja, theoretisch ja schon, ne? Nochmal hier drauf. Ja, doch, jetzt müsste es passen. Hier hin. So. Ja, das muss ich auch nochmal umdrehen. Kein Act. Machen wir. Wenn das das ganze Rätsel ist, dann gar kein Stress. Curling and coiling, lost forever. The stranger looked at Ember with relief. I tried to go back, but I just went nowhere. Time to go forward, I think. So, und hier soll auch noch irgendwo eine Truhe sein. Ah, da unten. Ember uncovered a journal entry. I find another encased by stone. I feel their mutterings, whispers under my skin. They are forlorn. They cannot find home. It is terrifying. Okay, dann haben wir jetzt auch bei diesem Lagerfeuer alle gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon alles ist. Ghost said, "You have done all you can, little one. Your journey lies ahead. Your journey is nearing its end, little one. You have cleared a path for others to follow. I will guide them after you have gone." Ich
Only the Forest King knows where the final campfire sleeps. Ask them your questions. Know that if you return here, you will always be welcome. Was soll das denn heißen, oder Waldkönig weiß, wo das letzte Lagerfeuer ist? Aber wir können jetzt nicht wieder zum Waldkönig. Wir können dir da nicht vertrauen. Kommen wir jetzt echt zum Waldkönig? The taste of fresh air was welcoming. As Ember left the caves behind. Ja, wir kommen wieder zum Waldkönig. Ach nee. Finde ich ja gar nicht gut. Das kann doch nicht gut enden. Gott, hier ist schon alles dunkel. Something was wrong. Ember could feel it. It was quiet. All the birds had gone. The stranger inhaled deeply. The cook told, "Don't tell anyone, but the secret ingredient is pork." Dass aber auch alle Vögel weg sind. Gefällt mir überhaupt nicht. Oh Mann. Okay, diesmal beginnt gar eine Zwischensequenz. Aber ich kann ja auch nicht viel tun. Ich kann hier was mit meinem Horn machen. Es sind nur irgendwelche Hebel. Chains and pulleys in the base of the chair. It didn't feel real. The Forest King wasn't real. Boats were scattered on the water. Ein Secret. Sieht aber nicht gut aus. Okay, dann werde ich auch das Secret nachher mit reinschneiden. The ghost spoke. Brave little one. Few have made this journey. This is the last campfire. Your path ahead is clear. What you do now is yours to decide. This is the end of the path. You have helped all who can be helped. It is time to complete your own journey. A boat lies waiting, but it belongs to another. Their path was not so straight as yours. Seek them out before you move on. Okay.
wird also nochmal sehr spannend hier. In the clearing, Ember hoped to find answers. Behind the Forest King's puppetry was the wanderer in the red cloak. A stranger spoke. Why didn't you stop? Why not stay safe in the nest I made? Don't you see? This is all there is, just the end. What hope can there be in that? The stranger had dropped their mask. Ember knew they spoke the truth. The path goes nowhere, but we sail on regardless. Slipping beyond the horizon, one after the other. I couldn't bear it. In the end, I destroyed the boats. What have I done? Slowly, the stranger withdrew. I wanted to be a lighthouse for others. How do you save others once your light has gone out? The wanderer's thoughts had become twisted. Knowing the empty path that lay ahead. Aber gut zu wissen. Inside that dim light was a hidden pain. They had watched those they care for turn forlorn. They had locked their hope away, tried to protect it. And Ember's actions had seemed a distorted mirror. There is nothing that comes up. How do you face that? I'm not ready. I turned back, tried to stop the others. Built a little nest. What a mess that was. You hope, you try, you fail, and then nothing more. I thought I was saving them, that they would lose hope if they knew, but without an end, they lost hope anyway. The wanderer took a breath. I thought it would lead somewhere, mean something. Ember paused. So many places the path had taken them. So many others whose paths had crossed their own. After everything I've done, I don't deserve to move on. Only my boat remains. Take my oar. Finish your journey. Leave this place. Ember knew the end lay ahead. Were they any more ready than the wanderer?
There is a place where the lost embers go. As their light begins to fade. Okay. Damit beginnen die Credits. Damit ist das Spiel zu Ende. Geiles Ending. Muss ich sagen. Wie ich gerade schon gesagt habe, dass tatsächlich der Waldkönig nur eine Marionette ist, das wusste ich die ganze Zeit überhaupt nicht. Deswegen war ich auch so ein bisschen verängstigt, als es dann hieß, wir sollen wieder dahin. Weil, wie ja der letzte Forlorn ja auch schon gesagt hat, er hat die ganze Zeit versucht, alle Forlorn hier in diesem Nest zu halten und nicht weiterziehen zu lassen und er hat uns ja am Anfang, als wir das erste Mal dort waren, diese rote Feder gegeben. Hat gesagt, wir sollen hier bleiben, es gibt keine Hoffnung. Wir sind weitergezogen, haben anderen geholfen. Mussten dann am Ende des Weges wieder zurück. Und es war dann wie so eine Warnung, als er gesagt hat, wir sollen ihn nicht nochmal enttäuschen, nicht nochmal sein Vertrauen ausnutzen. Und sind dann ja nochmal gegangen, weil es blieb ja keine andere Wahl. Und als wir dann jetzt doch nochmal dahin mussten, haben wir schon gedacht, okay. Das könnte ein böses Ende werden. Zu meiner Überraschung ist es aber gar nicht so geworden. Es ist ein sehr, sehr schönes Ende geworden stattdessen. Zumindest so wie ich es interpretiere, ist es ein schönes Ende geworden. Das Gespräch am Ende auch nochmal sehr interessant. Was mich interessieren würde, es gab ja mehrere Auswahlmöglichkeiten. Gerade bei einer Frage gab es ja, glaube ich, drei verschiedene. Es bedeutet was, wenn wir scheitern, es bedeutet was, wenn wir versuchen, es bedeutet was, wenn wir Hoffnung haben. Gerade daran würde mich interessieren, was gesagt wird, wenn man die anderen Möglichkeiten auswählt. Wenn ihr das Spiel selbst gespielt habt und eine andere Option gewählt habt, könnt ihr gerne schreiben, ob bei allen Antworten letztendlich dasselbe rauskommt. Ich denke mal, das Ending wird nicht unbedingt beeinflusst. Ich denke, letztendlich werden bei allen Endings beide zusammen weiterfahren, die ganzen anderen Forlorn, die wir befreit haben, hinterher und so weiter. Hier ist so eine Scheinung, als wenn jetzt auch hier die Credits enden und damit auch das Spiel. Und damit endet das Projekt hier. Das war The Last Campfire. Danke fürs Zuschauen und bis zu einem neuen Projekt.